Hallo liebe Leute, guten Morgen. Ich bin hier bei der Freie Akademie Schönberg. Gegenüber ist die evangelische Kirche. Dort finden auch die Veranstaltungen statt des Schönberger Musiksommers. Das sind klassische Konzerte. Der Schönberger Musiksommer, wie ich hörte, wird gesponsert von der Bosch Erbin. Und ich darf euch sagen, dass die Musik der Bäume, die ich hier in Schönberg entdeckt habe, auch das Interesse des Schönberger Musiksommers geweckt haben. Ich will es kurz mal erklären. Es ist schon einiges berichtet von mir in Facebook, in Xing, und meine Musik der Bäume ging auch schon um die Welt als Blackwood Songs. Es ist kurz erklärt, die Bäume, die Birken und die Eschen und die Kirschbäume haben Musikcodes auf ihren Baumrinden. Und diese Musikcodes habe ich ausgewertet. Das heißt, ich habe die Bäume fotografiert, habe dazu eine Schablone gefertigt und habe dann diese ausgewerteten Musikcodes, die in Zahlen ausgewertet wurden, übertragen in das virtuelle Keyboard und habe diese dann dort als Musik gespielt. Jeder Baum hat andere Codes. Es sind unterschiedliche Songs. Die Birken spielen dunkler, die Eschen spielen heller. Man kann Konzerte spielen, man kann diese Musikcodes übertragen in Mini-Drehorgeln und kann diese Musik spielen. Und diese Musik wird um die Welt gehen, da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. Die Kinder der Welt wissen heute, dass die Bäume Jahresringe haben und die Jahreszahl angeben. Aber sie wissen nicht, dass Bäume musizieren. Das ist nun ganz neu entdeckt von mir, ist noch gar nicht weiter erforscht. Wird sicherlich auch abgestritten werden von Wissenschaftlern, die sagen, gibt es nicht dies und das. Aber es ist ja bekannt, dass Bäume auch eine Seele haben, dass sie empfinden, dass sie untereinander kommunizieren. Es gibt auch einen Bericht dazu eines Försters, und zwar Erwin Thoma, der hat entdeckt, dass die Bäume untereinander kommunizieren. Und zwar in der Form, wenn zum Beispiel ein Blitzeinschlag ist bei einem Baum, dann kommen die Borkenkäfer, zerfressen den Baum, damit er wieder zur Erde wird. Und damit die gesunden Bäume nicht angegriffen werden, verständigen sich die Bäume im Umkreis und sprühen ein Sekret aus, damit diese Borkenkäfer abgeschreckt sind. Also sie kommen dann gar nicht an die gesunden Bäume ran. Wir wissen noch sehr wenig über die Natur, über das Universum. Aber was ich weiß, das Universum ist bei uns. Und das Universum spielt die Musik bei uns. Wir brauchen nicht ins All fliegen. Das ist alles hier. Und ich danke, dass ich dieses entdecken durfte. Danke, Universum. Und die Musik wird um die Welt gehen. Kinder werden sich mit Natur beschäftigen. Kinder werden können diese Codes selbst auslesen, ohne Vorkenntnisse. Sie können die selbst spielen, ohne Vorkenntnisse. Wenn man die über virtuelle Keyboards spielt, dann gibt das Keyboard sogar Noten aus. Man kann die dann mit echten Instrumenten spielen. Man kann die mit allen Instrumenten spielen. Ich habe sie über virtuelle Keyboards mit Gitarre gespielt, mit Orgel, mit Gitarre, mit Panflöte. Es hört sich immer ein bisschen anders an. Man kann also auch untereinander die Instrumente spielen lassen. Das ist ein fantastisches Erlebnis, das zu erfahren, und ich habe von Fachleuten gehört, es hört sich an wie Béla Bartók beispielsweise, ein Komponist. Und ich danke dem Universum dafür. Danke. Tschüss, Freunde.